Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die weitreichenden Verschonungen für Betriebsvermögen entsprechen nicht dem Grundsatz einer gleichmäßigen Besteuerung. Das Bundesverfassungsgericht hat Dezember 2014 ein Urteil gefällt und gesagt, die bisherigen Regelungen zur Erbschaftssteuer sind nicht verfassungskonform. Und der Gesetzgeber hatte eine Frist bis zum 30.06.2016, das umzusetzen. Das heißt, anderthalb Jahre Zeit waren da, um über eine neue Form der Erbschaftssteuergesetzgebung zu debattieren. Und Herr Kollege Dr. Oppendrink, wissen Sie, wie viel Zeit der Deutsche Bundestag hatte, das zu beraten? Am Dienstag, den 21.06. um 17.58 Uhr kam ein 58-seitiger Änderungsantrag mit weitreichenden, mit umfassenden Änderungen. Am nächsten Morgen um 9 Uhr war der Fachausschuss und am darauffolgenden Freitag, also innerhalb von 3 Tagen, die zweite und dritte Beratung. Und Sie haben dann auch noch mit der Mehrheit der Großen Koalition auf Antrag der Grünen verweigert, dass es eine Expertenanhörung gibt. Lieber Kollege Markus Oppendrink, wenn wir so ein Verfahren auch nur ansatzweise hier im Landtag erleben würden, da würden Sie sich wahrscheinlich draußen anketten oder in den Hungerstreik gehen mit Herrn Witzel. Wenn wir uns alleine mal die letzten Wochen vergegenwärtigen, für was wir alles eine Sondersitzung gemacht haben, regionalisierte Steuerschätzung. Es wird immer wieder moniert, wenn Anfragen nicht rechtzeitig beantwortet. Also dann muss der Maßstab, der hier gilt, muss dann auch für die Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Bundestag gelten, wenn die sich schon nicht trauen, das festzusetzen, meine Damen und Herren. Und was liegt uns da für ein Murks vor? Das war wahrscheinlich auch der Grund, die Anhörung zu verweigern, weil sich kein Experte gefunden hätte, der seinen guten Namen dafür hergibt, das auch noch als verfassungskonform zu titulieren. Es liegt ein Entwurf vor, der kleinere und mittlere Unternehmen nach wie vor belastet. Bis 200.000 Euro soll eine Regelung sein von 15% Besteuerung. Also der kleine Bäcker soll dann im Falle einer Erbschaft soll dann 15% Erbschaftssteuer zahlen. Und ab 2,5 Millionen haben wir eine Quote von 3%, also dem Fünffachen. Ja, was soll darin dann gerecht sein? Was soll daran denn verfassungskonform sein, wenn hier auf einmal ab 2,5 Millionen andere Regeln gelten als für die kleineren Erbschaften. Das kann doch nicht ernsthaft Ergebnis anderthalb Jahre Beratung sein. Und vielleicht liegt da ja das Motiv drin, dass das versucht wird, vor die Wand zu fahren, weil sie sich mit der CSU nicht einigen können, weil nämlich die Alpen-Ayatollahs alles ins Getriebe werfen, um eine verfassungskonforme Erbschaftssteuer zu verhindern, weil Herr Seehofer glaubt, dass es ihm nutzen wird, damit die CSU wieder über 50% kommt. Und dann müssen Sie aber doch ehrlich sein und dann müssen Sie doch die Diskussion suchen und jetzt uns nicht hier auffordern, ein verfassungswidriges Gesetz im Bundesrat einfach so durchzuwinken. Wir werden den Vermittlungsausschuss anrufen und das ist, kann ich auch nur allen empfehlen, mit uns da mitzugehen, denn es kann nicht sein und das stößt auch draußen in der Bevölkerung auf Unverständnis, dass wir dann ein Gesetz bekommen, wo man die Uhr nachstellen kann, dass es wieder in Karlsruhe landet und dass der Richterspruch wahrscheinlich sein wird, dass es wieder verfassungswidrig ist. Das zerstört das Vertrauen der Leute in die Politik und das ist eine Missachtung des Gerichts, die eine Frist gesetzt haben und das ist eine Missachtung des Deutschen Bundes Tages, den Parlamentariern das Recht auf Anhörungen zu verweigern und innerhalb von 4 Tagen so einen Murks durchzuboxen. Wir werden dem nicht zustimmen, meine Damen.